Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7. Wir sind immer noch in den Minen von Bacchania Stan, haben hier einen Troll, mit dem können wir vielleicht reden. Dein Name ist Grot, wir sind Avatar. Dein Beruf? Okay. Ja, das ist echt nicht gut, Spark. Was sind das für Gefangene? Okay, zwei Gefangene. Okay, er soll aufhören zu foltern. Okay. Oh, guck mal, das Ding da kommt mir irgendwie bekannt vor. So, wer bist du? Sullivan. Wir sind Fala. Okay, dein Beruf? Okay, ein Dieb? Aha, ich würde sagen, wir haben unseren Avatar gefunden, der sein Unwesen hier getrieben hat. Okay, erstmal Gemeinschaft. Ja, das sieht man. So, Dieb. Ja, das hatten wir schon. Führung? Ja, irgendwie schon. Aha. Also er hat sie quasi bestohlen. Okay. Na dann leb mal wohl. Dann reden wir mal mit dir. Du bist Anton, hm? Nein. Und dein Beruf? Naja, was hast du vorgemacht? Warum bist du hier? Aha, ach, das ist der Lehrling. Von dem hat doch Alaknar schon geredet gehabt. Okay, darum scheren. Okay, foltern. Das wollen wir natürlich nicht. Da unbedingt was machen. Okay. So, können wir dann dieses Teil hier. Ich habe gerade gespeichert, gell? Vielleicht. Nee, es geht nicht. Wahrscheinlich brauchen wir dafür.
ein Dietrich, kein Dietrich, sondern... Nun ja, ein Schlüssel, und den wird es wahrscheinlich von diesem Troll geben. Und der wird uns wahrscheinlich den nicht geben, oder? Ich hätte gern diesen Schlüssel. Die Frage ist, müssen wir den jetzt erledigen? Ach, das machen sie auch allein, oder? Tatsächlich. Da muss ich noch nicht mal was machen dabei. Jetzt haben wir da eine Peitsche. Brauchen wir nicht. Gut, das brauchen wir nicht. Und hier... Ah, zwei Schlüsseln. Wahrscheinlich für beide Zellen. Sehr gut. So, hier und hier. Dann öffnen wir mal diese blöde Tür. So, du bist frei. So. Jetzt ist die Frage, soll man ihn auch... befreien. Eigentlich ist es ein Dieb, der ziemlich viel Unsinn getrieben hat, aber wir können ihn doch nicht hier lassen, der Folter und den Dings. Ach nee, das können wir nicht machen. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass er zu seinem früheren Leben zurückkehrt, aber gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da lang. Und, wow. Wahuhuhu. Ich würde sagen, wir sind gerade in eine Falle oder sowas reingeraten. Nett. Die Edelsteine nehmen wir natürlich gerne mit. Vielen Dank für diese, nun ja, Falle. Wie auch immer. So. Was haben wir da? Haben wir noch ein Stings? Ein magischer Helm noch. Bugs, ich glaube, den bekommst du. So. Das Schild braucht man nicht. Ja, dann kriegst du vielleicht auch noch diesen Helm hier auf. Oh, schon besser gerüstet, was? So, und das ist das hier. Ein Flammenstab der Verderbnis. Ja, okay. Wie auch immer. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da irgendwo eine Illusionswand oder sowas. Hier vielleicht. Bei denen hier. Nee. Kommen wir auch nicht durch. Irk. Vielleicht da drüben? Nee. Wir kommen ja nirgends nicht mehr raus. Das kann doch gar nicht sein. Nee, da geht es anscheinend auch nicht durch. Hier unten irgendwo. Nein. Oh. Okay. Jetzt sind wir anscheinend weitergekommen. So, was haben wir denn hier? Ich nehme mal an, dass dies hier der Gang ist, wo weitergeführt hat. Da haben wir Achtung. Ist auch richtig, was ich gesagt habe. Ja, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Monster. Hätte ich gedacht, müsste das heißen. Nee. Achtung. Wo ist denn das hier? Ich sollte die Dinger nicht mehr übersetzen, glaube ich. Ja, das Teil hier finde ich gar nicht. Bin ich denn jetzt blöd? Ja, doch, Monster. Achtung, Monster. Irgend sowas mit Macht Monster, okay. Auf jeden Fall werden wir hier wohl nochmal einen Zauberspruch brauchen. Und zwar
unseren sauberen Schlüssel. Vielleicht findet man da ja was Gescheites. Ja, bei denen hier wohl nicht. Und wer weiß, was da noch alles hier drin rumwirkt. Gehen wir mal hier hoch. Und da haben wir, glaube ich, schon Gegner. Sollten unbedingt irgendwann mal uns wieder komplett heilen lassen. Was das? Nee, noch nicht ganz. Da drüben scheinen auch noch welche zu sein. Na gut, aber erstmal noch nicht. Okay, da geht's auf jeden Fall eh nicht weiter. Na gut. Ach, da ist noch einer. Warum wollt ihr immer da hochgehen? So, Kreuzung. Wann essen wir? Bald. Gehen wir mal doch da hoch. Ich finde mal ja. Da haben wir doch gleich was. Ich glaube, sie haben sie. Und da geht's nicht weiter. Na ja, gut. Keine Ahnung, was das genau gewesen ist. Oh. Ein Kürbis. Der kommt doch glatt mal mit. Passt sogar. Und das ist das da. Stück Fleisch. Alles klar. Dann. Na gut. Wenn ihr so verfressen seid, dann will ich euch doch auch mal ein bisschen was geben. So ist es ja nicht. So, hat sonst noch jemand Hunger? Okay. Ich glaube, wir haben genug gegessen. Das heißt, wir gehen wieder runter und schauen uns weiter hier an. Entweder hier nach Süden oder hier nach Osten. Gehen wir mal nach Osten. Irgendwo sind wieder Gegner. Ach, das sind Gegner. Jetzt sehe ich sie. Diese tentakel-eklige Viecher. Und da ist auch noch eine Spinne. Erledigt? Ja, die Spinne ist erledigt. Sehr schön. Ist das wieder so eine geheime Wand? Yep, ist es. Ja, da haben wir auch noch einen Gegner, aber den lassen wir jetzt einfach mal sein und gehen hier einfach mal lang. Und schauen uns hier weiter um. Eieieiei. Unsere APs sind auch schon mal. Ach, das sind so Schleimer. Aber wir haben es ja. Gut. Gut. Wir haben es erschafft. Dann lass uns mal hier weitergehen. Da haben wir noch. Habe ich gerade was irgendwie. Ist da gerade was passiert? Keine Ahnung. Dann lasst uns mal die Tränke mal mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau die Tränke bewirken. Ich glaube, Schwass ist unsichtbar, aber die anderen weiß ich nicht. Und hey, da haben wir eine Blitzpeitsche oder Energiepeitsche heißt sie, glaube ich. Energy Whip oder sowas heißt sie, glaube ich, im Englischen. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Waffe. Wer kriegt die? Unser Avatar bleibt, glaube ich, bei dem, weil wir da Mana brauchen. Also entweder du hast so eine Heckenschere. Du hast so ein Dings hier. Ich würde sagen, dich lassen wir mal so. Du kriegst auch weiterhin das. Du bleibst mal bei dem Ding hier. Dann hätte ich gesagt, das ist eine Waffe für einen richtigen Krieger. Und das ist Sentry, richtig? Ist da was? Dann. Nee, das lassen wir mal. Dann tun wir das Schwert hier
weg und er kriegt diese Energiepeitsche. Da kann er nämlich auch das Schild noch ganz gut mit benutzen. Ich glaube, das Feuerschwert macht 8 Schaden, Feuerschaden. Also 8 Feuerschaden. Und die Energiepeitsche macht, glaube ich, Energieschaden. Und zwar 10, wenn ich es aus dem Dings richtig rausgesehen habe. Das heißt, eine sehr, sehr coole Waffe haben wir jetzt hier. Nochmal ein bisschen besser ausgerüstet. Sehr, sehr schön. Ich finde sich so eine Peitsche auch irgendwie als ziemlich, ist eine ziemlich coole Waffe, meiner Meinung nach. Na, ouch. Da war noch eine Falle anscheinend. Da haben wir nochmal Schleime. Uark. Ich hoffe mal, das wird noch was. Dass keiner hier stirbt, das wäre nicht gut. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Nee. Also viel mehr dürften wir eigentlich nicht. Wir müssen uns unbedingt heilen. Uns von Lord British heilen lassen. Ich glaube, wir haben sie erledigt. Aber dafür sind... Nun ja. Das müssten noch irgendwelche Gegner sein, oder? Jetzt nicht mehr. Zwei Leute sind aber ja noch bewusstlos. Hoppala, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Das sehen wir jetzt gar nicht. Irgendwo hier sind wir. Na gut. Müssen wir mal schauen, dass wir bald mal hier rauskommen und geheilt werden. Wobei ja eigentlich die Bärder wollte ich eigentlich auch noch gehen. Ob die Bärder auch noch offen haben? Ich meine, es ist ja schon relativ spät. Okay, da ist er wieder. Dann schauen wir mal, ob wir da noch was anderes finden. Kannst du noch irgendjemanden heilen? Nee, leider noch nicht. Schade, schade. Ich meine, ich könnte auch mal einen Heilzauber nochmal wirken. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Ich bin nur zu geistig für Reagenzien. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht mehr so in großen Kämpfen kommen. Weil das wäre irgendwie ziemlich blöd. Oh, wo sind wir denn jetzt hingeraten? Aha. Ach du Schande, Ritualdinger. Wer bist du? Oh, okay. Ich muss nochmal laden. Er ist gerade gestorben, warum auch immer. Naja, also mit dem Gefangenen, da können wir anscheinend nicht wirklich was machen. Natürlich blöd, blöd, blöd. Okay, also mit dem können wir nichts machen. Hier können wir auch nicht viel machen. Da geht's auch nochmal weiter. Hui. Ah, Schande. Okay, das geht so hier. Ist das ein, ach, das ist ein Gegner hier. Wo kämpft? Okay, das geht hier so nicht. Nee. Da müssen wir vielleicht mal wiederkommen, wenn wir ein bisschen ausgeruhter sind. Dann schauen wir uns mal diese Gegend hier im Süden nochmal an. Ne, von da kommen wir doch, oder? Ne, da kommen wir eigentlich auch nicht her. Ah, ich hasse solche Labyrinthe. Okay, das hatten wir. Also anscheinend geht es da tatsächlich nur da unten nochmal weiter. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Das wäre jedenfalls nicht so schlecht, wenn wir das so machen würden. Ah, okay. Ja, scheinbar ist das tatsächlich so, aber das, dafür geht es uns jetzt im Moment viel, viel zu schlecht.
Da würde ich doch tatsächlich lieber mal. Oh, komm mal, überhaupt ist hier wieder raus. Oder wirkt der Zauber? Genau, das dachte ich mir. Wir kommen auch nicht mehr richtig raus hier. Scheiße. Wir kommen. Hoppala. Wir kommen auch nicht mehr raus, weil wenn wir rausgehen, kommt wieder dieser Teleportzauber und zaubert uns in das Ding hier rein. Und da kommen wir dann auch nur wieder an diese Seite raus. Okay, wir kommen also nicht mehr hier raus. Das ist die Frage, wie, was machen wir da in dem Fall? Ich hätte gesagt, wir gehen zur Lord British und lassen uns erstmal heilen. Und dann können wir vielleicht nochmal zurück nach hierher gehen. Vielleicht versuchen, ins Badehaus zu gehen. Falls es dann noch offen hat und dann das da unten noch zu machen. Ob wir da vielleicht was finden. Allerdings muss man dazu auch sagen. Dann brauchen wir auch wieder zwei Zauber um ihr Herz. Ah, das geht schon. Erstmal machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.